Die beiden jüngsten Mannschaften der ersten Back-Eishockey-Liga treffen im Playoff-Viertelfinale hier virtuell aufeinander. Die Spuso Vienna Capitals treffen auf die Moser Medical Graz 99ers. Und ja, die Capitals gegründet im Jahre 2000 und die Graz 99ers 1999, wie der Name schon vermuten lässt. Also der Platzierungsrunden-Dritte, die Mannschaft der Vienna Capitals trifft auf den Platzierungsrunden-Fünften aus Graz, die 99ers. Und aufgrund der Abbruch der Playoffs in der ersten Back-Eishockey-Liga erbten die Vienna Capitals den Platz für die Champions Hockey League. Damit neben dem HC Bozen und dem EC Red Bull Salzburg für die Champions Hockey League qualifiziert aus Österreich. Und hier also in den Playoffs. Und was war das für ein Beginn? Dwight King, der ehemalige National Hockey League Spieler, trifft mit dem ersten Schuss zum 1:0. 2004, 2007 wurde er an 109. Position von den Los Angeles Kings gedraftet, hat dann dort gespielt und wurde zweimal mit den Kings Stanley Cup Sieger, kommt auf insgesamt 365 NHL-Spiele, 109 Scorerpunkte in der Regular Season, 75 Playoff-Partien hat er gemacht und 25 Mal hat er dort getroffen, der Mann aus Kanada, Dwight King. Ging dann nochmal aus der National Hockey League in die Continental Hockey League zu Jekaterinburg. Und seit 2018 ist er in Graz eine feste Größe in der Mannschaft. Dwight King. Außenpfosten, gute Möglichkeit hier. Und ich freue mich weiterhin auf die Playoffs in der ersten Back-Eishockey-Liga und auch in der National League. Also das sind wirklich zwei hervorragende Mannschaften und auch wirklich zwei hervorragende Ligen, die man da in Europa mittlerweile hat. Oleksijak, der kann da vielleicht alleine durch, aber dann in der allerletzten Sekunde. Gut verteidigt vom Verteidiger der Vienna Capitals. Und Moderer. Und da ist Kolberg. Sapolsky. Also, das ist das Duell der beiden Mannschaften. Die Vienna Capitals am Ende der Hauptrunde auf Rang 2 mit 78 Punkten. 5 hinter dem EC Red Bull Salzburg. Und die Graz 99ers auf Rang 4 mit 66 Zählern. 2 Zählern hinter Klagenfurt. Und jetzt also zumindest die virtuelle Playoffs, die hier ausgespielt werden. Und eine gute Gelegenheit hier für die Capitals. Aber wieder Graz mit dem Versuch. Schön auf Moderer abgelegt. Der probiert es mit der Rückhand. Aber dann kein Problem für die Keeper der Capitals. Schön gemacht, Oberkofler. Auf Hilding. Aber Loni. Schön abgelegt. Auf sich selber im Endeffekt. Da sollte Bauer die Scheibe eigentlich bekommen. Und die Capitals kommen. Sie probieren es. Aber da ist der Keeper der Graz 99ers, Christopher Nielstorp, der Schwede aus Malmö. 36 Jahre alt. Zusammen mit Thomas Hönnekel aus Österreich bildet er das Torhüter-Duo bei den Grazern. Bernhard Starkbaum und Ryan Sapolsky auf der anderen Seite bei den Vienna Capitals. Zwischen den Pfosten. Setzinger. 45 noch im Durchgang. 1, wieder gut gespielt. Und da war doch die nächste Gelegenheit für die Grazer, die sich hier auswärts bislang wirklich von der hervorragenden Seite zeigen. Wause. Johansson. Noch 3 Minuten. Im Durchgang 1. Setzinger reicht die Scheibe nicht. Großlercher, Fischer. Oh, das gibt die Strafzeit. Das muss die Strafzeit geben. Völlig richtig entschieden. Und es trifft den Mann mit der Nummer 71. Und das ist Erik Kirchschläger, der Österreicher. Wegen Beinstädts. Ein Deutsch-Österreicher im Team der Grazer, nämlich Dominik Grafentin.
der ja in Berlin geboren ist. Mittlerweile trägt er auch die österreichische Nationalität. Hilding in Unterzahl. Probiert das aus, aber Sapolsky, der US-Amerikaner, ganz sicher Ryan Sapolsky, 33 Jahre aus Erie. Und auch er kam aus den USA in Richtung Lukko in der finnischen Extraliga oder in der finnischen Liga, das ist tschechische Extraliga. Dann ging es für ihn. Er blieb in Finnland, wechselte allerdings die Zugehörigkeit der Liga, wechselte nämlich nach Jokerit. Und die Mannschaft aus Finnland, ja, Teil der Continental Hockey League. Und von da ging es dann zu den Vienna Capitals. Erste Saison in Österreich. Und die letzten Sekunden in Durchgang 1. Graz wieder komplett. Oleg Schijak noch einmal, aber wieder Sapolsky. Und dann gehen wir auch mit einer knappen 1:0 Führung, aber durchaus verdient für die Gäste aus Graz, in die erste Drittelpause. 6:2 der Schussverhältnis. Holzapfel gegen Olekschuk. Nicht Olekschijak, Verzeihung, sondern Olekschuk. Harter Check. Holzapfel bringt die Scheibe rein, allerdings auf Kosten eines Abseits. 47 Sekunden bis dahin gespielt. Im Mittelabschnitt. Schön, hier Dwight King, der einzige Torschütze bislang. Sieht den Rander an den Stürmer, aber Dorion verhindert. Holzapfel geht auf Kichthorn und der macht den Ausgleich für die Vienna Capitals. Wunderbar gespielt und Brandon Kichthorn, der macht da den Treffer. Wunderbar rausgespielt. Und das ist Brandon Kichthorn. Vielleicht haben Sie es gehört. Man hat ja immer die Möglichkeit, diese Spielernamen dann nochmal anzuhören. Und da bin ich wirklich dankbar, dass es sowas gibt. Denn in den fremden Ligen ist es natürlich immer schwierig. Und ich bin natürlich bemüht, diese Namen immer korrekt auszusprechen. Sollte der ein oder andere Name nicht korrekt ausgesprochen werden sein, bitte ich da um Nachsicht. Und die Capitals geben jetzt ein bisschen mehr Gas zu Beginn des Mittelabschnitts. Ah, schade. Gut gedacht, schlecht ausgeführt. Moderer. Diesmal war der Reihenwechsel wirklich erfolgreich. Und Kick. Durch einer der Graz da nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt. Und er gibt sie 2 Minuten Verhalten. Und das meiner Meinung nach völlig zu Recht. Der Mann mit der Nummer 10, Marc-André Dorion. Bekommt die 2 Minuten wegen Haltens. Und das bedeutet Überzahl für die Gäste aus Graz. Jetzt also wieder eine richtig gute Gelegenheit, hier dieses Spiel wieder in Führung zu bringen. Kolberg. Hilding. Dann sieht er Lindner und Hilding. Das ging schnell. Und das war Joachim Hilding, der Schwede aus Ängelholm, der die Grazer wieder in Führung bringt. Bruder Jesper Hilding ebenfalls Eishockeyspieler, genauso wie Alexander Milner und David Milner, die beiden Cousins. Auch für ihn ist es die erste Saison in Österreich, kam aus der schwedischen zweiten Liga, aus Allsvenskan, aus IK Oskarshamn. Aber auch er sowohl in Finnland als auch in Schweden bereits in der ersten Liga gespielt. Für Fjärdstad in der schwedischen Hockey League und für Lukko zuletzt in der finnischen Liga. Bringt die Grazer wieder in Führung. Und jetzt also 2:1 für die Gäste aus Graz. Zalewski. Vukovic. Schöner Check. Und Lindner. Wieder viel Platz. Viel Raum
Das ist so ein bisschen das Problem bei den, Wienern. Sie lassen den Grazern aktuell viel Spielraum. Lindner. Oberkofler. Und auch hier wieder jede Menge Raum, jede Menge Zeit, jede Menge Gelegenheit. Und das war ein richtig abgezockter Bauerntrick. 3-1 Graz. Und das war Oliver Sitzinger, der da mit seinen 36 Jahren nicht schlecht aussieht. 2001 gedraftet von den Nashville Predators. Hat allerdings nie den Sprung in die National Hockey League geschafft. 21 Mal in der American Hockey League aufgelaufen. Und seit 2016 Teil der Mannschaft in Graz. 3-1. Hälfte der Partie ist vorbei. Bauer. Wie können die Wiener darauf antworten? 3-1 der Gäste. Also zu Hause hier vor heimischer Kulisse. Das ist schon ein Problem. Und wieder ist es der Keeper Christopher Nielsdorp. Und hier ist ordentlich was los. In der Erste Bank Arena. 7022 Plätze. Was kann Cheftrainer Dave Cameron hier anders machen? Noch 7 Minuten in Durchgang 2. Irgendwas muss er sich einfallen lassen. Andernfalls geht diese erste Partie an die Gäste aus Graz, die sich damit die Best-of-Seven-Serie nach Hause holen. Ins heimische Eisstadion Graz-Liebenau. Aber noch ist genügend Zeit. In der Theorie. Rott. Sehr schön. Wird nachgedrückt und dann sogar die Strafzeit. Das ist so ein bisschen das Problem, diese Konsequenz, diese Disziplin bei den Wienern. Die der Mannschaft aus Graz immer wieder diese Gelegenheit gibt, ihr Spiel aufzuziehen und vor allem gefährlich aufzutauchen vorm Keeper der Hauptstädter. Dwight King hat es von Beginn an vorgemacht. Den Grazern Selbstvertrauen eingehaucht. Und das zieht sich jetzt bis tief ins zweite Drittel durch. Wieder Graz. Hier ist wieder Dwight King. Der mit der Drehung und die nächste Strafzeit. Und jetzt also noch 39 Sekunden, sogar doppelte Überzahl für die Gäste aus Graz. Und das wird den Wienern wehtun. Jetzt ein Bulli gewinnen. Und dann kann man gleich in die Aufstellung gehen. Und hier ist die Lücke. Hier ist die Lücke. Und Moderer. Es fehlt an Verteidigern, aber Sapolsky mit dem Safe. Zwei richtig gefährliche Aktionen. Die Wiener spielen mit zwei Verteidigern, lediglich ein Stürmer jetzt auf dem Eis. Völlig richtig entschieden von Dave Cameron. Und zumindest jetzt wieder zu viert. Aber das ist alles Zeit, was den Wienern am Ende fehlt. Und wenn Graz hier noch den einen oder anderen Treffer drauflegt, dann wird das schon richtig schwer hier. Aktuell der Spielstand 3-1. Ja, allerdings der Pass war alles andere als gut. Dementsprechend die Capitals in wenigen Sekunden wieder komplett. Aber noch die eine Gelegenheit, Pfostenmoderer, der heute richtig auffällig ist. Und wieder Hilding. Unser Polski. Wichtig, dass man dieses doppelte Unterzahl übersteht. Aber wer mir heute richtig gut gefällt, ist Kevin Moderer. Der 30-Jährige aus Graz. Der schon in der U20 bei den Grazern gespielt hat. Sorgt richtig für Furore vorm Tor von Sapolsky. Oh, nächste Gelegenheit, Pfosten. Die Luft wird dünner. Für die Mannschaft von Dave Cameron. Man braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Aber mit der Zwei-Tore-Führung geht man erstmal in die zweite Drittelpause aus Sicht der Grazer. Noch ist alles möglich.
Aber man muss jetzt hier definitiv etwas an der Taktik ändern. Nur die Hälfte der Offensivmöglichkeiten bei der Heimmannschaft. Olejczuk gegen Holzapfel. Am Pulli sind sie stark, die Mannen der Hauptstadt. Aber dann verlässt sie möglicherweise auch so ein bisschen das Selbstvertrauen. Holzapfel. Denn wenn man ein gutes Selbstvertrauen hat, dann kann so eine Gelegenheit schon einmal zum Anschlusstreffer führen. Hartl. Trotzdem, Mann. Boah. Man gibt jetzt Gas zu Beginn des Schlussabschnitts. Man sieht, die Mannschaft kämpft und fightet. Und will hier frühestmöglich zum Anschluss kommen. Und dann nochmal mit allem, was man hat, vielleicht irgendwie den Ausgleich noch zu erzielen. Und zumindest nicht nach 60 Minuten die Niederlage hinnehmen müssen. Die Fans sind da. Die Mannschaft wird angefeuert. Und jetzt braucht man den wirklich wichtigen Anschlusstreffer. Lukowicz. Der weiß nicht, wohin damit. Deshalb macht das alleine. Gut durchgesetzt, auch ein bisschen glücklich. Und wieder der Block. Boah, der ist sogar schneller als die Verteidigung. Schön herausgespielt von Robin Weihager. Der da aus dem eigenen Drittel erst den Block nimmt und dann sogar vorne noch gefährlich wird vor Sapolsky. Es bleiben wirklich bislang hervorragende Duelle in dieser ersten Bank-Eishockey-Liga, die wir bislang sehen durften. Wieder schön nachgesetzt. Ah, kein Abseits bauen. Zalewski! Und der auch nur richtig knapp. Scheibenglück, das ist heute das, was fehlt auf Seiten der Vienna Capitals. Harter Hit. Keine Strafzeit, alles in Ordnung. Open Ice Hit. Modera. Und natürlich bei den Grazern, da hofft man jetzt auf Konterchancen. Nochmal die Capitals. Aber Nils Torp. Oh. Und das hätte beinahe Konsequenzen gehabt. Nils Torp macht heute wirklich einen hervorragenden Eindruck. Aber Graz kommt kaum noch hinten raus. Die Capitals jetzt spielbestimmend. Aber das bringt nur alles nichts. Man kann die Scheibe bislang einfach nicht verwerten. Das ist das, was den Capitals hier zum Verhängnis wird. Denn die Schussstatistik, die ist mittlerweile fast ausgeglichen. Und daran merkt man den Druck jetzt der Hauptstädter. 5 Minuten vor Ende der Partie. Kann Graz diese Serie mit nach Hause nehmen? Den Capitals hier die Niederlage zufügen vor heimischer Kulisse. Es wäre schon extrem wichtig für die Grazer. Nächste Gelegenheit. Aber weiterhin fehlt. Ja, da immer so die letzten 10, 20 Zentimeter. Noch einmal hervorragend drüber gespielt. Und Setzinger im zweiten Anlauf. 4-1 Endstation. Und das bedeutet also Auftaktsieg für die 99ers. Zweiter Treffer für Oliver Sitzinger. Und Travis Olejczuk mit der Vorbereitung. Und ich glaube, Clemens Kreinz war der zweite Vorlagengeber. Ja, so ist es. Die Mannschaft, sie harmoniert. Und eine Minute vor Ende. Die Vienna Capitals mit 1-4 vor heimischer Kulisse. Das tut schon weh zum Auftakt. Das hat man sich mit Sicherheit auch anders vorgestellt. Sekunden. Fisch. Dorion. Kann da ganz einfach durch, aber auch wieder hier die Scheibe am Ende zu weit am Tor vorbei. Die Genauigkeit der Abschlüsse
lässt in dieser Partie der Wiener zu wünschen übrig. Und das letzten Endes auch ausschlaggebend am Toreunterschied, selbst wenn die Schussstatistik mittlerweile relativ ausgeglichen ist. Nachdem man zuvor nur die Hälfte Anschüsse hat vorweisen können. Also auf Taktik für die Graz 99ers in diesen virtuellen Playoffs der ersten Back-Eishockey-Liga. Und das ist schon ein wichtiger Sieg. 18:12 am Ende das Schussverhältnis. Und Oliver Setzinger mit 2 Toren, der Verteidiger aus Horn. Und die nächste Partie, die Black Wings Linz gegen Klagenfurt, gegen den Rekordmeister in der ersten Bank-Eishockey-Liga. Und wir gucken mal, Ollis Neubau führt gegen die Foxes, Villach führt gegen den EC Red Bull Salzburg und auch die Graz 99ers führen gegen die Spusu Vienna Capitals. Also eine Partie haben wir noch. Die werden wir alle Voraussicht nach am Montag wieder sehen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen sehr freuen. Dann noch die Abstimmung Klagenfurt oder Linz, das liegt an euch. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.